So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Adi und der Bier-Adventskalender von Kalea. Also eigentlich, weil ich habe ja einen Bier-Adventskalender von Kalea jetzt schon 4 Jahre in Folge gehabt. Wir haben eine Abstimmung gemacht, was wollen wir dieses Jahr wieder machen. Da gab es ja diesen Dosen-Adventskalender von Kalea, der hätte mich interessiert, das war auch der günstigste. Du hast statt 0,3, 0,5 Liter gehabt in jedem Türchen, dann hast das, der hat nur 40 Euro gekostet, die anderen haben 50, 60 Euro gekostet und du hast sogar, wenn du die Dosen abgibst, nochmal Pfand, dass du gefühlt wieder 6 Euro reinkriegst, das wäre richtig genial gewesen. Dann gab es den Happy Sender, letztes Jahr hatten wir ja den Bad Sender, dann gab es die Internationale, ne? Da habt ihr gesagt, den wollt ihr sehen, dass ich den auspacke, den hatte ich Genaya aber letztes Jahr gehabt. Ich bin mal gespannt, was bei mir dieses Mal drin ist. Außerdem wurde mir der Bier-Adventskalender dieses Jahr wieder gesponsert von C. Mehr darf ich dazu nicht sagen. Dankeschön C für den Bier-Adventskalender von Kalea. Pupsi hat auch einen Adventskalender von Karls. Karls Erdbeerhof, da haben wir ja auch schon mal bestellt. Und was Pupsi in ihrem Türchen jeden Tag drin hat, möchte ich euch zeigen. Was Adi in seinem drin hat, möchte ich euch zeigen und jeden Tag dann das eine Bier testen. Ihr seht, die Location ist schon wieder eine andere. Ich bin hier in Maries Zimmer. Da muss ich jetzt jeden Tag mein Bierchen aufnehmen und werde das halt dann hier im Stehen machen. Leider dann gefühlt ohne Adi, aber ich gucke, dass ich irgendwie trotzdem reinschneiden kann, wenn er sein Türchen frisst. Ich möchte erstmal kurz die 3 Kalender zeigen. Das erste Video ist ein bisschen ausführlicher. In den anderen geht es dann richtig zack, zack, zack und dann ist Feierabend. Das hier ist der Weihnachtskalender von Karls Erdbeerhof. Ihr seht das schon, der passt gut hier ins Kinderzimmer rein. Der hat eine richtig schöne Front, das sieht alles schön malerisch aus. Hier steht auch nochmal Erdbeerwein, ja, hier ist Eierlikör, hier steht was anderes. Hier wird das Laster angefahren, reingefahren mit den Erdbeeren. Karls Erdbeerhof ist ja bekannt dafür, dass sie so tolle Erdbeeren haben, dass sie alles aus Erdbeeren machen. Da haben wir schon mal die Erdbeerbratwurst getestet. Wir haben schon mal Erdbeerbrötchen gehabt von Karls. Das Ding hat 80 oder 90 Euro gekostet. Den habe ich Pupsi geschenkt, dass die jeden Tag jetzt eine besondere, exklusive Leckerei von Karls Erdbeerhof genießen kann. Das ist dann Adis Adventskalender. Diesmal von Lucky Cat 24 Snacks für deine Katze. A Very Merry Catmas. Wir hatten beim letzten Mal ja auch einen gesponsert bekommen. Adi hatte einen normalen und Adi hatte einen, da war auch Spielzeug mit drin. Die Folgen mit Adi waren ja immer sehr cool, die haben euch besonders gefreut. Gerade weil Adi neben mir immer im Waschbecken gelegen hat und hat dann da seine Sachen ausgefressen. Wie wir es jetzt machen, weiß ich nicht. Adi ist ja gerade da. Hallo Adi Schatz. Molly ist auch da, dass die beiden in einen Raum passen, ist sowieso richtig genial. Der wird jeden Tag auch hier sein Türchen kriegen und ja, ist halt nur Fräsen drin. Und dann haben wir als Hauptaugenmerk hier diesen internationalen Bier-Adventskalender von Kalea, Original Kalea, der mir eigentlich absolut gar nicht gefällt vom Design her. Da fand ich den Bad Sender, den Happy Sender, den ganz normalen, den mit den Dosen, den bayerischen, den... Alles, ich fand alles einfach besser. Dieser internationale, naja, den finde ich leider nicht so toll. Der wirkt für mich langweilig, aber da sind Biere drin. Around the World, wieder ein Tastingglas. Das kann man ja schon mal rausnehmen. Ihr habt auch wieder hier dieses Heft dabei, wo ihr in dem Heft immer alle eure Biere eintragen könnt, von 1 bis 24 und nummerieren und bewerten. Es gibt Punkte auf Etikett, Farbe und Schaum, Geruch und Geschmack. Jeweils 0 bis 5 Punkte kann man da geben. Hier sind alle anderen Produkte auch noch drin. Hier sind viele Infos dazu, zu den ganzen Farben, zu den ganzen Geschmäckern, zu den ganzen Arten von Bieren. Das ist auch jedes Jahr das Gleiche. Brauchen wir uns nicht angucken. Und wir haben wieder ein Tastingglas von Kalea. Das ist wichtig. Ich habe eigentlich ja schon 4 Stück. Letztens, als Hannes da war, ist aber eins runtergefallen. Das war dann kaputt. Habe ich nur noch 3. Jetzt, statt das 5. habe ich also wieder das 4. Darin werden wir das jetzt testen. Ich hole dann alles raus und dann gucken wir uns an, was wir alles heute haben. Und dann geht es die restlichen Tage ein bisschen kürzer zur Sache. So, das ist Adis erstes Tütchen. Wir reißen es mal auf. Haben hier irgendwelches komisches Zeug drin. Adi Schatz, guck mal, was ist denn das? Ich weiß nicht, was es ist. Wir packen es mal kurz aus.
Dann halten wir es nicht mehr hin, da kann er nämlich fressen. Nicht? Toll, beste Vorführeffekt. Adi, Schatz, guck mal. Dein erstes Türchen. Joa. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Holt euch alle den Lucky Cat Adventskalender. So, erstes Türchen vom Bier-Adventskalender. Und es ist schon wieder ein Perlenzauber. So, und in der Location, so wollen wir es natürlich dann aufmachen. Also es ist, keine Ahnung, egal welchen Kalender du hast, im ersten Türchen ist gefühlt immer ein Perlenzauber. Immer mit der Dame, die hier durch das Guckloch schaut, wieder raus will. Diesmal ist es Kalea Sondersud Pale Ale. Oh, wird ja immer schlimmer. Gräflich von Mengersche Dampfbrauerei Schlossbräu Reda. Wir müssen noch Punkte verteilen, aber erstmal, damit ihr seht, was Pupsi bei sich hatte. Es ist alles durcheinander. Ich muss mir für morgen mal ein Konzept ausdenken. Bei Pupsi im Kalender war diese Winterschokolade von Karls. Einfach gut gemacht, Karls. Winterschokolade, 100% Kakao mit drin. Und bei Pupsi auf der Rückseite vom Türchen ist auch immer noch ein Spruch. Da steht nämlich: Schokolade zart und fein, Weihnachtsfreude ist ganz dein. Damit starten wir jetzt ins Tasting rein. Was geht man denn für das Etikett? Das Etikett ist das Erste, was man sieht. Wir können 0 bis 5 Punkte geben. Ich habe mich dran satt gesehen, dass jedes Mal diese Meerjungfrau hier in diese Schiffsluke da rumwühlt. Ich frage mich, wie oft die sich noch verirrt oder wie oft die noch jeden grüßt. Die wird da rumgereicht. Ne? Mich spricht es jetzt nicht so krass an, aber es gibt auch Schlimmeres. Ich würde trotzdem, glaube ich, nur eine 2 von 5 geben, weil ist für mich leider nichts Besonderes mehr. Deckel ist auch nichts Besonderes, ist einfach nur ganz normal Standard. Hat keinen Druck, hat keine Farb, hat gar nichts. So, jetzt haben wir es aufgemacht. Müssen wir es einschenken. Das sind ja alles nur 0,33. Ne? Müssen wir nochmal dazu sagen. Jetzt geht es dann um die Farbe. Um den Geruch, um den Schaum, um alles. Ich glaube, Farbe und Schaum kommen zusammen. Oder kommt Geruch und Schaum zusammen? Ich weiß es nicht. Ich habe es auf jeden Fall nicht geschafft, alles reinzukriegen. Es ist noch was übrig. Aber die Farbe sieht gut aus. Also es hat ein schönes Schaumkrönchen. Und es hat eine richtig tolle Farbe. Es perlt, es prickelt, es spritzt auf jeden Fall alles nach oben. Das ist richtig cool, das sieht richtig gut aus. Die Farbe gefällt mir. Ich würde bei der Farbe hier, glaube ich, 4 von 5 Punkten geben. Es geht noch ein bisschen dunkler, aber es ist schön klar. Es ist schön prickeln, das sieht wunderbar aus. Geruch, Geruch. 4 von 5 für Farbe, Geruch. Riecht wie Bier. Riecht ein bisschen bitter, ne? Wird das Pale Ale sein, was durchkommt. Aber das schreckt mich jetzt noch nicht mal ab, denn ich finde, vom Geruch her riecht das trotzdem angenehm und interessant. Ich würde für Geruch auch 4 von 5 Punkten geben. Kommen wir noch zum Geschmack. Das heißt, wir müssen kurz einen Schluck trinken, sagen, wie es schmeckt und dann den Rest austrinken. Liebevoll haben wir immer gesagt, die Kalea Adventskalender sind die Spülmittelkalender, weil alles irgendwie nach Spülmittel schmeckt. Jetzt ist das erste natürlich ein Pale Ale und du hast genau wieder dieses Pale Ale Feeling da drin. Dieses sehr seifige, bittere, da zieht sich immer das ganze Gesicht zusammen. Also Pale Ale, IPA, ich glaube IPA ist noch schlimmer als Pale Ale. Es geht, es ist aber trotzdem nicht angenehm. Für mich hier 2 von 5. Ich glaube, IPA wäre 1 von 5 oder 0 von 5. Ich weiß, habe ich die Flasche überhaupt richtig reingehalten beim Einschenken, dass man das so sieht? So muss doch das Thumbnail immer sein, mit der Nase dahinter. Jetzt kann ich aber den Rest von der Flasche noch einschenken. Und ja, Etikett hat mir also, wie gesagt, nicht so gut gefallen. Der Geschmack schmeckt auch nicht so gut. Der Geruch war okay, die Farbe ist okay, aber das war das erste Tasting. Könnt ihr jetzt selber mal zusammenzählen, drunter schreiben, was das für eine Punktzahl erreicht hat. Da erleichtert ihr mir das Zusammenzählen. Das kann ich mir nämlich nicht merken, während ich rede. Und würde das jetzt noch genießen und sagen, wir sehen uns dann morgen beim nächsten Bier. In Kurzform, bis dahin, Peace out, Vorhaut.
Euer Ramses. Oh.